Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt gibt's mehr von Mass Effect 3. Wir kommen aus dem Heimatsystem der Quarianer und ich bin gerade dabei, die Entscheidung zu treffen, wo wir als nächstes hinfliegen und welche Mission wir als nächstes beginnen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es hier viel mehr Reaper jetzt gibt, plötzlich in der Galaxie, als noch am Anfang. Kann aber auch daran liegen, dass es jetzt mehr Cluster gibt, die wir auf der Karte verzeichnet haben und wo wir hinfliegen dürfen. Will ich gar nicht... Oh... Argos Roh könnte ein komplett neues sein, was ich noch nicht erkundet habe. Genauso wie das Kelston Rift. Die sollte ich vielleicht abscannen. Ja, die sollte ich vielleicht abscannen, aber da wir jetzt das Video schon angefangen haben, werde ich das erstmal lassen und wir fliegen... Was? Warum leuchtet das hier? Das pulsiert, warum? Ja, weil das hier pulsiert, weil es ein Questgebiet ist. Für die Treibstoffreaktoren, aber das... Keine Ahnung. Egal, wir fliegen zur N7-Mission Treibstoffreaktoren. Das müsste ja eine Multiplayer-Map sein, wo wir irgendwas Tolles machen. Ja. Drück dich klar aus, ja. Irgendwas Tolles machen. Ich bin gespannt. Da ist... Oh, hier ist eine Menge los. Signal bestätigt. Oh, hier kann ich sogar scannen. Also das ist auch ein komplett neues System. Ein komplett neuer Cluster. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh Gott, komm. Scannen! Ach ja. Mal sehen, was das gibt hier. Bevor ich es vergesse. Das gibt Dr. Jelize. Danke, Doktor. Nett, dass Sie uns beitreten. Jede Hilfe ist willkommen. Schauen wir uns das Gerät hier an. Mal sehen, was hier dazu steht. Okay, die Gartenwelt hat in Militärkreisen einen gewissen Bekanntheitsgrad, weil sie während der Kroganischen Rebellion mehrfach überfallen, aber immer nur von wenigen Truppen besetzt wurde. Schließlich schnitten die Asari die kroganische Versorgungslinie am Citadel-Portal ab und vertrieben die Eindringlinge. Heute liefern Antimaterie-Generatoren auf der Oberfläche und in Orbitalstationen Treibstoff für Militärraumschiffe im gesamten Asari-Sektor. Die Matriarchen, die den Planeten heute verteidigen, haben geschworen, das Vermächtnis von Zion zu wahren. Er darf nie dem Feind in die Hände fallen, egal ob organisch oder synthetisch. Richtig viele Einwohner für, ja, für unsere Verhältnisse. Ich meine, ich erwähne so gerne, dass es nur 17 Millionen Quarianer gibt und hier leben 260 Millionen. Asari wahrscheinlich dann. Ja. Schauen wir einfach mal. Oh ja. Wen nehme ich denn mit? Ich wollte ja lange mal Garrus und James mitnehmen. Da würden wir endlich mal klar klären, wer hier der Beste ist von den beiden. Ja, die haben sicher, die haben ja um die Wette geprahlt. Und das will ich jetzt mal überprüfen. So, du bist James, okay. Finde ich immer ein bisschen schwer zu sehen. Du hast das Gaff-Impulsgewehr und die Crusader, das ist okay. Du hast die Mantis, was wir ändern auf die Javelin. Da bauen wir jetzt auch irgendwelche Mods ein. Schadensmods muss... Weiß ich gar nicht, ob ich die einbauen sollte. Weil anscheinend ist es ja schon voll, nicht? Also mehr Schaden gibt's ja nicht. Aber egal. Ja, Schaden um 25% erhöhen. Warum nicht? Dann bauen wir vielleicht noch so ein Durchschlagsding ein. Weil das bei Panzerung besser ist. Mit Panzerung habe ich ja immer so meine Probleme. Du hast die Metok. Ist ein bisschen schade, dass die Upgrades rausgehen. Ja, weißt du was? Wir lassen dich auf der Metok. Nein! Ich habe doch gar nicht bestätigt. Ja, aber hier gibt es nur zurück. Okay. Dann bestätigen wir das jetzt. Geben Commander Shepard vielleicht die letzten Fitnesspunkte. Wäre das was? Nahkampfschaden oder Schildaufladung? 5 und 6, das ginge genau. Gesundheit und Schilde erhöhen. Die Alternative wäre, wir erhöhen, werfen oder ziehen. Und was kann denn ziehen? Ich meine, ich benutze es ja nicht, also von daher... Ist es nicht unbedingt meine Fähigkeit. Lernen wir Fitness. Ich denke, davon habe ich auf lange Sicht einfach mehr, weil es sich dadurch um einiges flüssiger spielt. So, James machen wir zuerst, weil der hat weniger Punkte zu verteilen. Brandmunition, warum nicht? Mehr Kopfschussschaden. Wer weiß, ob du Kopfschuss überhaupt machst. Das ist so eine Frage, ja.
Oder gilt das dann für alle, die dieses... die die Brandmunition haben? Ja, lernen wir Kopfschussschaden. Vielleicht kann ich ja mal mit Kopfschüssen dann arbeiten. So, Garrus hat eine Menge Punkte zu verteilen. Ich denke, dann machen wir den Betäubungsschuss voll. Gegen eingefrorene Ziele. Hast du überhaupt einen Weg, Ziele einzufrieren? Und was bedeutet eingefroren? Ist das Leute, die in Stase sind? Gibt's die Fähigkeit überhaupt noch? was haben wir denn hier? Oh, interessant. Oder wir machen den Turianischen Rebell voll. Mehr Waffenschaden. Sturmgewehrschaden. Und hier hinten gibt's Präzisionsgewehrschaden. Dann nehme ich dann vielleicht... Ja komm, wir nehmen die beiden Schäden. Yep, das ist eine schöne Mischung. Das hat sich doch wahrscheinlich gelohnt. So, James hat immer noch Punkte zu verteilen, ja Garrus auch. Aber das lassen wir erstmal. Wir landen jetzt. Wir erobern dieses Treibstoffdepot. Seit 72 Stunden sind die Reaktoren eines Turianer Asari Treibstoffdepots offline. Scans der Station sind kalt. Sie ist verlassen. Was ist mit den dort stationierten Truppen passiert? Unbekannt. Aber kein Treibstoff bedeutet keine Flottenpräsenz. Der Feind kann ungehindert operieren. Sie müssen da rein, rausfinden, was los ist und die Reaktoren wieder online bringen. Captain Riley macht vor Ort die erste Aufklärung. Sie leitet eines unserer besten Technikerteams. Wir gehen der Sache auf den Grund, Admiral. Gut, Hackett Ende. Ah ja, der klingt auch langsam ein bisschen genervt. Commander, Corporal Nierick. Captain Riley ist vor Ort und wartet auf Sie. Und direkt habe ich meine Waffe gezogen. So, dann wechselt ihr erstmal. Du wechselst die Waffe und du nicht. Nee, du nicht. Was haben wir denn hier so? Blutbad, Verstärkung, Brandmunition. Du hast panzerbrechende Munition. Ah, jetzt verstehe ich. Welche will ich denn dann? Das kommt wahrscheinlich drauf an, wenn wir gegen Leute mit Panzerung kämpfen oder ob wir gegen Leute kämpfen, die organisch sind, ja? Aber ich denke, Garrus ist besser ausgebaut. Alles klar. Von daher, mach du das mal. Wie lange sind Sie schon bei diesem Trupp, Corporal? 3 Einsätze. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Der Captain bringt uns immer alle wieder raus. Das muss ja eine tolle Frau sein. Wachsam bleiben. Immer, Commander. Es ist mir eine Ehre, Commander. Oh, ein Fan. Ja, die Quest mit meinem Fan habe ich mir ein bisschen versaut. Oh, und ich kenne die Map. Das ist eine schöne Map. Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen. Ziemlich detailliert. Ah, gut. Also da haben wir wieder eine kleine Quest gelöst. Jetzt quasi durch das Aufheben von dem Ding. So, da ist Riley anscheinend, oder? Nee. Ah, wer bist du? Soldat. Du siehst komisch aus. Bestätige. Toxische Strahlung verhindert den Zugang zum Großteil des Rasters. Überleben an den kritischen Stellen nicht möglich. Mit dieser Rüstung hinten? Das Belüftungssystem ist abgeschaltet. Der Notstrom könnte ausreichen, um die Ventilatoren auf der Hauptebene in Gang zu setzen. Ja, man kann irgendwie die Mitte hier... Man kann hier irgendwie... Ah, hier unten... Okay. Auf jeden Fall vermeiden. Ah ja. Danke. Das war wichtig. Du stehst so weit da unten und mir geht's schlecht, wenn ich da runtergehe. Na egal, man kann auf jeden Fall die Tür irgendwie öffnen und wenn man dann irgendwas drückt in dem Raum dahinter, dann kann man da drin sterben im Multiplayer. Ich war mir nicht sicher, warum, aber ich denke, das wird jetzt alles rauskommen, warum das so ist. Wir brauchen eine Umgehungslösung für die Strahlung, Soldat. Wow. Wird gemacht, Mann. Ich brauche eine neue Rüstung. Ich muss zurück zur Normandie. Ich muss meine Rüstung umdesignen. Wieso kriege ich sowas nicht hin? Das sieht lässig aus und gut und wie ein Rennwagen. Captain Riley, Status. Commander, es ist mir eine Ehre. Wir konnten auf die Reaktorloks zugreifen und haben das hier gefunden. Commander, Captain Riley hat mich die Anlage scannen lassen. Es ist ein System mit 2 Reaktoren. Sie müssen sich also in 2 Teams aufteilen. Verstanden. Die Brennstäbe beider Reaktoren müssen entriegelt werden, bevor ein Neustart eingeleitet werden kann. Ihr Weg ist im Moment blockiert. Captain Rileys Mann arbeitet an der Beseitigung der Hindernisse. Danke für den Statusbericht. Erledigt, Captain. Gute Arbeit, Kozlov.
Umgehungslösung eingerichtet, Commander. Ich übernehme jetzt. Die Frage ist, was könnte da am Leben sein noch? Bei all der Strahlung wahrscheinlich nur synthetische Wesen oder vielleicht Reaper-Monster. Wir stehen hier einem unbekannten Feind gegenüber, Captain. Wenn Sie noch vor Ort sind, wird mein Team dabei helfen, Sie zur Hölle zu schicken. Oh yeah. Bringen Sie Ihr Team zu Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Verstanden. Wir geben Ihnen Deckung, bis Sie in Sicherheit sind. Ich brauche keine Deckung, das habe ich mehrfach unter Beweis gestellt. Wir haben entsichert und geladen. Bereit zum Vorrücken. Ja, ich will nur gucken, ob du noch was sagst. Wir haben entsichert und geladen. Gut, gut. Dann tue ich jetzt was. Achso, ich gehe hinten lang. Ja, das macht natürlich Sinn. Oh, ich kann irgendwas aktivieren mit einem Kran? Oh mein Gott, bitte keine Rätsel. Ich dachte zuerst, da liegt ein Mensch irgendwie. So hier hinten sind die Beine und da ist der Körper und er ist halt sehr platt gedrückt. Aber nein. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Hey, hey. Meine Güte. Diese Technologie in der Zukunft, die ist ganz schön pingelig. Was haben wir denn jetzt hier? Was kann ich jetzt hier machen? Ich drück mal den Knopf. Navigationsfehler. Dann drück ich den Knopf. Das setzt das Ding ab, okay. Das nimmt das Ding auf. Dann werde ich den rechten Knopf benutzen, damit es nach rechts fährt. Zieht sich zurück, Commander. Haha! Viel Glück, Captain. Und dann setze ich es ab. Und jetzt nichts mehr. Und ja, fahre nach links. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Weiterhin wachsam bleiben. Haha! Das ist kein großes Rätsel, falls es das jetzt war. Mal sehen, ob jetzt irgendwas passiert ist. Kann ich jetzt hinten raus? Nee. Schauen wir einfach mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe hier den Weg freigeräumt. Vielleicht. Ach ja. Ich sehe die Steuerung für die Brennstäbe, aber die Strahlung blockiert den Zugang. Hier sieht's genauso aus. Ich werde versuchen, den Bereich zu entlüften. Dann machen wir das mal. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Entlüften? Ja, entlüften können wir später. Ich will erstmal gucken, ob ich irgendwelche Sachen finde. Da könnte ich runter sogar, wenn ich wollte. Hier müssen wir vielleicht wieder mal so einen Kran benutzen. Ja, ich denke, ich soll es entlüften. Ich denke, der Spieler sollte einfach hier drücken. Ich denke, das ist gut designt, sodass man hier drücken kann und dann... Das sieht aus wie eine Belüftungssteuerung. Damit müsste es gehen. Strahlung zurückgegangen. Konsole jetzt zugänglich. Dann entriegeln wir jetzt die Brennstäbe. Machen wir das gleichzeitig so mit Countdown. Nein. Sollst da runterhüpfen. Fauler Sack. Ja, ich will irgendwie doch in die Richtung gehen. Ja, ich traue dem Frieden nicht. Haha. Ein PDA mit Geld drauf. Aber hier kann man den Reaktor auch starten. Also ich denke, vorher sollten wir die Brennstäbe, was auch immer mit dem machen, entriegeln. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Wird irgend so ein Technikwort sein. Wo sind sie? Da unten. Ja, entriegeln tatsächlich. Oh, noch ein PDA. Mit mehr Geld. Energie wiederhergestellt. System bereit. Brennstäbe hier entriegelt. Moment mal. Commander, Captain, da bewegt sich was in ihrer Nähe. In Verteidigungsstellung. Feind nähert sich. Wir sind bereit. Husks. Interessant. Also die Geth. Also nicht die Geth, sondern die Reaper, meine Güte. Ich treffe nichts mehr. Komm, stirb, du ehemaliger Turianer. Ich muss mich auch erst wieder einschießen, glaube ich. So, wir wissen ja... Ein Mann verloren, aber Bereich gesichert. Warnung, Kühlmittellecks entdeckt. Reaktoren 1 und 2. Systemneustart nicht möglich. Ich sehe sie. Sie müssen alle Bremssubstanztanks versiegeln. Ich sehe die Tanks von Reaktor 2. Rücke vor zum Versiegeln. Okay, dann machen wir das mal. Ich wollte jetzt schon sagen, wir rennen jetzt einfach und aktivieren den Reaktor. Wahrscheinlich würde er in die Luft gehen und wir wären alle tot.
Das wäre zwar auch lustig in gewisser Weise, aber nichts in der Übung. Tank 1 versiegelt und stabil. Das Ausbessern scheint zu klappen. Wir haben nur noch einen vor uns. Tank 2 versiegelt und stabil. Kommandant, der Kern hat sich stabilisiert. Reaktivierung kann fortgesetzt werden. Riley, sind Sie in Position? Bestätige. Erwarte Ihre Befehle. Ja, dann machen wir das mal. Leite Neustart ein. Commander, Captain, ich registriere jede Menge Bewegung in Ihre Richtung. Achtung, Feind! Laden und entsichern! Ich warte drauf, dass Sie da rauskommen. Kommen die da raus? Meine Crew? Sie kommen von oben! Stand falsch. Das war voll vorbei. Du bist tot, richtig? Richtig. Hi! Oh, das war ein guter Schuss von wem auch immer. So, dann nehme ich mir mal deine Schilde. Und bleib dann stehen und lass ihn mir von dir wegschießen. Oh, schön gemacht. Aber nicht gut genug. Interessant, es geht ja eigentlich. Dafür, dass ich gefühlt keinen Schaden mehr mache. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht treffe oder ob die einfach jetzt mehr aushalten. Ey. Ja, mit deinen Schilden. Das scheint die wirklich sehr zu stören. Und ich habe hier eine schöne Todeszone mit meinen Leuten. Oh! Commander, wir werden überrannt! Stellung ist unhaltbar! Wir schaffen es nicht! Also hier geht's ganz gut, also ihr könnt jemanden haben von meinen Leuten. Durchhalten! Einer meiner Leute kommt! Verstanden! Ja, also James. James, du hast das Sturmgewehr und die Schrotflinte, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Ich kann den Sniper hier gebrauchen. James, retten Sie sie! Sofort! Oh! Na gut, da habe ich jetzt anscheinend... Sicher, Commander. Aber ich erreiche Captain Riley nicht. Was ist mit Lieutenant Vega? Nichts, Commander. Niemand antwortet auf meine Funksprüche. Aber ich registriere Bewegungen in Richtung Exfiltrationspunkt. Schließen Sie den Neustart ab, dann können wir uns dort treffen. Alles klar. Ich weiß nicht, was das ist, aber hey. Drücken wir hier den nächsten Knopf. Ich hoffe, James geht's gut. Reaktor vollständig hochgefahren und betriebsbereit, Commander. Hier vor dem Raum habe ich Respekt, weil in dem Raum kann man sterben. Warte mal, ich habe keine Munition mehr. Okay, wir brauchen Munition. Wo ist denn hier ein Päckchen mit Munition, meine Freunde? Ich brauche es dringend, oder? Sehr gut. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Wenn ich jetzt keine Munition gehabt hätte, dann, naja. Hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Und rennt! Renn, Garus, renn! Wir flitzen hier durch. Ich habe vor diesem Reaktor-Ding in der Mitte, habe ich Respekt. So, hier gehen wir auch nochmal hin. Oh, Medigel. Da ist der Exfiltrationspunkt. Dann klettern wir einfach hier die Leiter hoch. Ich glaube, der Punkt hier war auch mein Lieblingspunkt, glaube ich, in der Multiplayer-Map. Ja, hier hinter der Kiste, da kommen manchmal Gegner von da, manchmal von hier. Das war relativ cool. Relativ cool. Ich hoffe, ich habe alles, aber ich glaube, ich war überall. Und da hinten stehen noch meine Freunde. Sehr gut. Also ist es so schlimm ja gar nicht gekommen. Ja, du leuchtest schön. Glitzerst wie eine Bordelltür, James. Ja? Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Einfach nur ein normaler Tag. Danken Sie, Lieutenant Vega. Reaper zu töten ist Dank genug. Oh. Duck dich. Und jetzt? Achso, ich muss gehen. Okay. Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles.
Dann gehen wir. Ich dachte, da kommt noch irgendwie ein Hinterhalt oder so zum Abschluss. So eine Banshee. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Die war ja auch eine gute Frau, nicht? Also die hat ja... Meinen Respekt hat sie. Und zwar nicht nur wegen der Rüstung, aber hauptsächlich, ja. Ich muss ehrlich sein, hauptsächlich wegen der Rüstung. Die sah echt aus wie so ein Auto bei Need for Speed. Orange mit so einem Rennstreifen in der Mitte. Ja, gefiel mir schon. Vielleicht sollte ich mich nochmal für eine Stunde in meiner Kabine verkrümeln. Aha, okay, kein Kommentar. Und einfach ein bisschen meine Rüstung durchgehen. Meine möglichen Rüstungen. Ha, keine. Niemand will mit mir sprechen, Trainer. Ich bin jetzt hier in Erwartung vorbeigerannt, dass ich hier wieder belästigt werde. Aber nein. Keine Nachrichten. Keiner will mit mir sprechen. Ich denke, ich werde die Zeit ein bisschen nutzen und noch ein paar Systeme offscreen abscannen, nachdem ich meine Fische gefüttert habe. Und dann entscheiden wir, was weiter zu tun ist. Bis dann.